take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge, ihr seht es, wir wollen uns heute um die 85er bis 92er Upgrade Squad Building Challenge kümmern. Die ist neu rausgekommen, 6 Tage jetzt verbleibend, eine Woche und neu rausgekommen mit der links daneben 84 plus Doppel Upgrade SPC. Ja, und das dritte SPC, und da haben wir uns vorhin schon drum gekümmert, das haben wir ja im Live-Segment, das ist die, aber nicht wiederholbar, die 88 plus Garantie SPC. Ja, checkt das gerne rechts oben auf dem i ab, ist ein richtig geiles Video geworden, lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ja, und jetzt, wie gesagt, wollen wir uns so schnell wie möglich schon mal um eine von den neuen Upgrade-SPCs kümmern, und zwar die 85er bis 92er greifen wir als erstes an. Die 84 plus Doppel-Upgrade-SPC, auch dazu wird es diese Woche noch ein Video geben. Ja, wartet da einfach ab, die Woche wird es auf jeden Fall kommen. Gerne die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen, dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht. Ja, und ich mache das Ganze hier gerade live via Twitch, also wir öffnen Packs der Community. Mindestens 20 wollte ich jetzt hier auf jeden Fall schon mal fürs Video zusammenbekommen. Und mal gucken, wie viele es dann am Ende des Tages werden. Falls ihr aktiv dabei sein wollt, mit Packs beisteuern wollt, kommt gerne rum bei Twitch. Gerne da auch ein Follow da lassen und natürlich hier, wie gesagt, auch gerne das Abo. Zerstört den Like-Button, wenn euch die Packs gefallen. Wenn ihr Packluck hattet, schreibt mir gerne runter in die Kommentare, was habt ihr in den Upgrade-Sets gezogen? Hattet ihr Packluck? Ja oder nein? Wen habt ihr gezogen? Ja, und bewertet natürlich gerne auch die Packs. Welches Pack war das Beste? Und so weiter und so fort. Ich hoffe, wir schaffen auf jeden Fall die 300 Likes voll zu machen. Also zerstört nicht nur die Tastatur, sondern zerstört auch gerne den Like-Button. Und damit würde ich sagen, steigen wir rein, und zwar mit Pack Nummer 1. Let's go! So, Freunde, und da kommen die ersten Packs direkt zusammen. Wir sehen schon, er hat auch die 84 Plus Packs und so weiter vorbereitet. Jetzt, wie gesagt, wollen wir uns erstmal in diesem Video um die 85er bis 92er Upgrade Squad Building Challenge kümmern. Und wir fangen direkt an mit der Special-Karte. Ja, moin, was ist denn da los? Frankreich, ZM. Alter, nein. Erstes Pack und wir ziehen N'Golo Kanté. Wollt ihr mich komplett hops nehmen? Was ist da bitte los? Nein. Das ist doch nicht for real, oder Jungs? Also macht doch gerne Preisvergleich, Jungs. Wenn ihr die jeweiligen Packs dann öffnet, was die jeweiligen Spieler kosten, interessiert uns natürlich auch. Also nächstes Pack. Alter, wir fangen, ich kann es gerade selber nicht glauben. Wir fangen mit 140.000 Münzen, kostet der an der Xbox 170.000. Was ist denn hier bitte los? 170.000 Münzen an der PlayStation 4. Party ist am Start. 88er gerateter Party kommt um die Ecke. Alter, wie geil ist denn bitte das? UEFA Champions League, Weg ins Finale. Was willst du mehr? Das nenne ich auf jeden Fall mal heftiges Packluck. Und die sind ja anscheinend mal mega OP, diese SPCs. Jungs, also klar, 85er gerated nach unten hin. Da muss natürlich immer ordentlich was dabei sein, aber dass wir jetzt hier direkt 2 UCL-Special-Karten ziehen, das ist natürlich mal mehr als geil. So, wann kommen die nächsten Packs? Wir gehen weiter. So, Freunde, die nächsten Packs stehen an. 4 Stück hat jetzt hier TW wieder beizusteuern an Packs. Sind wir also insgesamt dann schon bei 6 Packs. Und es geht direkt weiter mit der Special-Karte. Was ist denn hier bitte los? Wird's Onana oder was? Jawohl, es wird Onana... Team of the Year Nominee-Karte momentan draußen, 86er gerated. Also das ist echt ein heftiges Squad-Building-Challenge. Und eins habe ich auch noch gar nicht erwähnt, Jungs, den Preis der Squad-Building-Challenge. Wir haben eben mit Kanté natürlich begonnen. Was war da bitte los, Jungs? Also allein dafür müsst ihr den Like-Button zerstören, weil sonst weiß ich auch nicht, was los ist. Im ersten Pack direkt. Onana kostet, ja, auch nicht mehr wirklich viel. Die SPC selber, 85er bis 92er Upgrade-SPC, kostet ungefähr 15.000 Münzen im Schnitt auf beiden Konsolen. Die 88 Plus SPC haben wir, wie gesagt, ja vorhin schon gemacht. 170 an der Xbox, 200.000 an der PlayStation. Und die 84 Plus Doppel-Upgrade SPC liegt ungefähr bei 20.000 Münzen. Jetzt haben wir hier einen Spanier. Wir haben ZDM. Oh, Alter, was? Oh mein Gott, Jungs. Diese Upgrade SPC, die ist doch einfach nur krank. Also sorry, Jungs, aber die müsst ihr einfach machen. Das sind sowas von Must-Have, diese Upgrade SPC. Also davon werde ich definitiv auch einige machen. Zu der Upgrade-SPC übrigens selber, falls ihr es nie mitbekommen habt, was müsst ihr abgeben? Das Ganze hat sich jetzt quasi gedoppelt. Ihr müsst 7 Goldspieler abgeben, 4 Bronzespieler und das Ganze zweimal. Also zweimal dieselbe SPC und so stellt sich der Preis zusammen. Und jetzt haben wir... Unfassbar, jetzt haben wir Rakitic. Als 86er Graded Card am Start, 2 Barca-Spieler. Kannst du als SPC-Spieler natürlich auch direkt wieder wunderbar zueinander linken. Und jetzt das letzte 85 bis 92er Pack. Und ihr habt gesehen, er hat für später auch noch 2 weitere Packs am Start. Aber dazu in einem späteren Video dann mehr. Und hier ist der nächste Walkout logischerweise am Start. Nein. Oh, ZM wird's. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt hier Virgil van Dijk um die Ecke oder sowas.
85er wie Naldum, Jungs. Was ist da los? Richtig geile Packs und ich freue mich auf die nächsten. Also gucken wir, was dabei ist im nächsten Pack. So, Freunde, nächstes Pack, das 7. insgesamt für das Video. Nächste 85er bis 92er Upgrade Pack. Da geht es auf. Mal gucken, wie wir Wunderbares ziehen können. Ich feiere die Upgrade-Spezies ja jetzt schon, Jungs. Also wirklich einfach nur mega. Und hier haben wir Radetzky da schon am Start. Gulaschi ist am Start. 85er Gulaschi. Torwart. Team Auto, wie wollte schon sagen. Torwart 5. Die Normalkarte. Ist das die erste Normalkarte, die wir ziehen? Frage ich mich gerade. Bin mir gerade unsicher. Gefühlt waren alles andere Special-Karten. Nein, natürlich Busquets und Rakitic haben wir natürlich schon am Start gehabt. Ist doch logisch. Und ja, damit ab ins nächste. Benutze für eine SPC und dann Abfahrt. So, Freunde, wir sind beim nächsten Pack am Start. Diesmal bei Weit. 85er bis 92er. Auch da starten wir mit diesem Pack. Und Jungs, ganz ehrlich, da muss was Besseres als ein 85er rauskommen. Nicht wieder Gulaschi, der dann um die Ecke kommt, sondern wir haben jetzt am Start schon mal eine OCL-Karte. Aber leider wird es nur ein Birki. Wieder eine 85er-Karte. Ich hoffe, die Straße endet jetzt. Und im nächsten kommt was Besseres. Also, nach Birki, wer wird es werden? Das ist die große Frage. Birki, normale 85er-Karte, ist halt dann einfach SPC-Futter. Ne? So sieht das Ganze aus. Mehr kannst du da nicht mitnehmen aus so einem Pack. So, nächstes Pack. Wir sind beim rasierenden Saurus am Start. Was haben wir jetzt hier am Start? Oh mein Gott. Habe ich es richtig gesehen? Ja, habe ich richtig gesehen. Unfassbar. Jungs, die 85er-Straße soll doch hier enden. Die soll doch hier enden. Die 85er-Straße. Was kommt nach Icardi? Eieiei, SPC-Futter schlechthin. Es hat doch so gut angefangen. Es hat doch so gut angefangen, Jungs. Aber gut, ihr seht es gerade. 85er-Rated-Karten auch schon richtig teuer. 15.000 Münzen. Ja, und wie gesagt, was die SPC kostet, habe ich euch ja schon gesagt. Da sind wir, wie gesagt, bei dem Preis von 15.000 Münzen. Also es ist quasi Win-Win gewesen, was das jetzt angeht, preislich gesehen. So, Freunde, die nächsten Packs stehen an. Drei weitere 85er bis 92er. Komm schon, hau raus, Nego. Hau raus, die Packs. Wir wollen jetzt was Geiles sehen hier aus den Packs. 92er graded nach oben hin. Ja, aber mach sie doch einfach auf. Komm schon, let's go. Einfach ganz normal die Packs öffnen. Egal, ob wir jetzt im Stream sind oder nicht. So, da geht das erste Pack auf. Endlich geht das erste Pack auf. Und wir haben natürlich direkt wieder einen Walkout am Start. Komm, Special Card will ich wieder sehen. Walkout ist im Endeffekt jetzt mal am Start. Komm schon. Belgien wird's. Torwart. Und das ist Courtois, Jungs. Es geht doch mal wieder besser. So will ich das hier sehen. Ja, so will ich das hier sehen. Nicht mit der Connection, aber es wird ein Courtois im ersten Pack. Die Frage, was ist im nächsten Pack? 88er. Komm, im nächsten 89er, danach 90er. So will ich das hier jetzt gleich sehen. Zweites Pack. Und höher als 88er gerated. Wette ich jetzt mal. Nein, es wird kein... Wieder ein Bandspieler nur. Saul wird's. 85er Saul. Hier ein paar Bildprobleme bei Nego. Bei dem sind wir gerade am Start. Ein paar Connection-Probleme. Ich weiß nicht, was bei ihm los ist. Hier ist auf jeden Fall alles safe, was das Internet angeht. Und jetzt das letzte von den drei beim Nego. Und dann hoffentlich mit weiteren Packs geht es weiter. Jo, Special Card am Start. Future Stars Karte. Es wird ein Thilo Kehrer. Ich glaube, das ist auch 85er rated. Jawohl, wird es. Aber Special Card ist am Start. Aber die Frage ist, ob so eine Kanté nochmal getoppt wird. Ich glaube es fast nicht, Jungs. Ich glaube es fast nicht, oder? Guck mal, wie es weitergeht. So, die nächsten zwei Packs stehen an. Pack Nummer 14 und Pack Nummer 15. Den haben wir jetzt am Start. Wieder ein Walkout. Diesmal wird es Spanien. Wir haben ZDM. Und wir haben wieder Busquets am Start. Wir haben auch wieder ein Busquets am Start. Das ist doch nice, Jungs. Das ist doch nice. So, mal gucken, was wir als nächstes ziehen können. Im nächsten Pack 2 hat er am Start. Wir sind beim André am Start. So, come on, let's go. Ging auch gleich nochmal rüber wegen dem 88 Plus Pack, aber jetzt nicht hier in dem Video, wie gesagt. Und eine Special Card kommt wieder über den. Walkout ist da, Man of the Match. Es wird Kroatien, es wird LM von Inter Mailand. Wir haben 85er Rebic, der um die Ecke kommt, Spieler des Tages national. Geht besser, aber immerhin der 89er Walkout am Start. 85er kommen auf jeden Fall jetzt da langsam mehr durch.
durch die SBC. Man merkt es. Aber dafür ist dieses Video auch da, dass ihr so einen ersten Eindruck natürlich von der SBC bekommt. So, nächstes Pack ist am Start. Pack Nummer 16, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Was haben wir drin im nächsten Pack? Wieder eine Special-Karte. Future Stars-Karte wird es jetzt hier. Mit Argentinien, mit ZDM und das ist paar. Nee, ist es nicht. Es wird von Ajax. Wird es der 86er Martinez. Also, mal gucken. Das sieht doch nice aus. Das sieht doch sehr, sehr nice aus. Martinez 86er ZDM nehmen wir gerne mit. So, Freunde, jetzt haben wir hier die letzten 4 Packs am Start, um die 20 zu komplettieren. Von Passkorb und wir fangen direkt wieder an. Komm, der wird es diesmal. Nein. Ach, den haben wir doch schon gesehen. Den kennen wir doch schon. Den Onana. Den kennen wir doch schon. Ja, Onana kommt um die Ecke. 86er gerated. Nehmen wir natürlich mit. Nächstes Pack. Hoffentlich was Besseres. Was haben wir im nächsten Pack am Start? Zack, in den Verein. Und jetzt noch 3 weitere. Komm schon, let's go. Nächstes Pack gönnt. Oh, nächste Special Card ist am Start, Jungs. Foot Birthday. Nein. Oh, es wird. Ey, es wird Da Costa von Frankfurt. Geile Sache. 89er Da Costa. Kostet aber auch nicht mehr so viel, glaube ich. Naja, aber trotzdem 89er gerated. 2 Special Karten aus 2 Packs. Das ist definitiv nicht schlecht. 87er gerated. Ja, fast schon gefühlt so teuer wie eine 87er gerated Karte nur noch. So special dann doch gar nicht mehr. Aber vor allem durch die Upgrade-SPCs wird natürlich jetzt, da muss man gucken, auch was für SPCs dann rauskommen natürlich, aber die Preise eher nach unten gehen. Oh, jetzt haben wir hier ein Team of the Week eigentlich anscheinend am Start. Brasilien wird's, ZM, ein Best-of oder neuer? Ich glaube, es ist Best-of, ja. Best-of, Lucas Leiva, 86er. Und jetzt, last but not least, Pack Nummer 20 für das erste 85 bis 92er Upgrade-SPC-Video. Vielleicht werden wir die SPC auch nochmal angreifen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr das Video supportet, wenn ihr das Ganze also nochmal sehen wollt. Zeigt Support auf dem Video. Und jetzt, last but not least, Pack Nummer 20 von Pascop. Was haben wir hier am Start? Ah, normal 85er. Und es wird Belgien, es wird ZDM. Und da weiß direkt Bescheid. Es wird natürlich ein Witz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, könnt ihr gerne das Video, wie gesagt, supporten. Und wenn ihr das Ganze vor allen Dingen noch öfter sehen wollt, dass wir das Ganze genauso machen. Ja, 300 Likes geben wir jetzt hier aus. Das schaffen wir auf jeden Fall. Gerne für den Algorithmus dann schon einen Kommentar da lassen. Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.